Hallo Leute, willkommen zum neuen Video. Längerer Vorspann, geile Musik. Christian Brun war das. Jetzt so die ersten Tests mit dem Mora Garberg Carbon Black, ja, von HKGT bekommen. Gekauft, nicht geschenkt. Ja. Also, man sagt, kann schon einiges ab. Ihr habt es gesehen, Bäume fällen. Feuer machen, Löckchen im Rücken, feine Shavings und halt ja, Zündstall abziehen, was äußerst wichtig ist. Carbonstahl, wie gesagt, schon ein geiles Ding. Ja. Mal grad gucken, was das Schnuckelchen hier sagt. Zöllinger hier des Jahrhunderts. Klingenlänge 10,5. Klingenstärke, oder mal was mit dem Messschieber, 3,1. Klingenhöhe 24,1. Scandi-Schliff. Nicht vergessen, das ist hier kein
kein Coating, das ist eine Brünierung. Ja? Das ist das Gleiche, was man zum Beispiel früher mit Waffen gemacht hat. Man hat die brüniert. Ja? Ach ja, Gesamtlänge. Mit dem Pommel hier hinten. Durchgehende Erl übrigens. Soll man sagen. Viele würden sagen Plastikgriff. Das ist ein, ich glaube es ist Polypropylen. Das ist auch erst der Eindruck. Ja? Also das Review kommt noch, was man sagt. Ist gut. Skarberg hatte sich ja eh schon bewährt. Ja? Meiner Meinung nach eins der besten Bushcraft-Messer der Welt. Ja? Eines der. Ja, also bitte nicht falsch verstehen. So. 169,7 Gramm. Ja, das ist eine Ansage. Ich habe mir diesmal eine Lederscheide geholt. Die ist ordentlich. Ja. Gürtelschlaufe. Da kannst du eine BW-Koppel durchschlaufen. Geiles Teil, auf jeden Fall. Wie gesagt, das war der erste Eindruck. Review, komm. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und mir mal Geld. Tschüss, Mario. Schwenk du. Tschüss, ab und schwenk die. Kap. Ach, vielleicht mache ich bei dem Review gleich einen Vergleich mit dem. Gleich einen Vergleich. Mit dem Garberg und vielleicht schon dem Ganzbull. Auch geiles Messer. So, bis dann. Tschüss.